zeigt, dass er noch lebt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Aber sehr interessant. Okay. Warte. Was glaubst du denn? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce. Das ist eine neue Folge von Was los? Yes, yes, yo. Ende auf euch, sehr, sehr kurz die Haare mal bändigen. Es ist echt viel geworden. Ich muss wieder zum Friseur. Freunde, hier back mit Kianush in den Fanfragen. Ihr habt ja die Was los Folge schon gesehen. Wenn nicht, dann schaltet ein. Unten Beschreibung oder checkt das auf unserem Channel aus. Kianush, ein wirklich guter Typ. Ein vielversprechender Newcomer. Ich will euch nicht hier vollsammeln. Ich hatte das Intro kurz. Ich habe Ihnen eure Fragen vorgelesen. Zwischendurch ist natürlich BA Sport am Stizzo. Ich würde sagen, ich hatte das Intro kurz. Ich würde sagen, wir sind wieder ab. Yes, da sind wir wieder, Freunde. Jetzt machen wir im zweiten Teil nochmal Fanfragen. Da bin ich mal gespannt. Vorhin haben wir bei einem sehr schönen, spannenden Teil aufgehört mit Tupac und Verschwörungstheorien. Glaubst du eigentlich, dass er noch lebt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Aber sehr interessant. Okay. Warte. Was glaubst du denn? Ach, ich glaube, der ist tot schon lange. Aber man weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Es gibt also Verschwörungstheorien. Es gab genauso diese. Die Tattoos waren nicht an seiner Leiche bei der Autopsie und so. Kennst du das? Ja. Und das war nicht der richtige Tupac und so. Gab dasselbe bei Michael Jackson und auch über Elvis gab es das auch. Ich glaube, die sind tot. Die sind leider tot. Aber jetzt mal eine andere Frage, ne? Ja. Auch eine Verschwörungstheorie. Ja. Glaubst du, er wurde einfach so getötet, so aus Hass von einer anderen Gang, oder wurde er wirklich von der Regierung gekillt? Weil er hat ja richtig gegen die Regierung geschossen, ne? Ach, das, was er geschossen hat, war ja jetzt auch nicht so krass. Oh. Mohammed Ali hat gegen die Regierung richtig gearbeitet, aber und er lebt immer noch. Ja, aber ich glaube, der wurde ganz normal von irgendwelchen Street, also nein, ich meine, wie in einem normalen Street-Scheiß wurde er umgebracht, weil sich auch irgendjemand damit brüsten und wollte, cool sein wollte. Ich habe Pack eingegeben, so. Aber hat sich einer dazu bekannt? Ja, wahrscheinlich war es dann doch zu krass, weil wahrscheinlich, guck mal, du musst ja so sehen. Hättest du gedacht, okay, du bist sehr jung, du hast das vielleicht nicht mitbelebt, aber bevor er gestorben ist, hätte ich nie gedacht, wenn er stirbt, dass das Ausmaß ist. Hm. Ich habe ihn gar nicht als so einen Superstar wahrgenommen. Weil er erst dann zur Legende wurde. Ja, und das hat dieser Typ vielleicht, der auf ihn geschossen hat, vielleicht auch gar nicht gepeilt. Erst danach, vielleicht hat er auch im Affekt gehandelt, weil es war doch diese Las Vegas-Nummer, wo die diesen einen da gestorben haben. Genau, dann kommt der, warte, bam, bam, auf einmal, boah, Alter, wir haben gerade Pack umgebracht. Und dann Nachrichten, alle Sender, alle Radios. Ja, Dicker, vielleicht hat der den Kollegen, der dabei war, auch erschossen. Und jetzt weiß es gar keiner. Vielleicht hat der andere ihn erschossen, damit das nicht sagt. Keine Ahnung, Dicker. Ich glaube, dass derjenige, der ihn umgebracht hat, nicht mehr lebt. Ganz einfach. Weil ich glaube nicht, Pack ist einfach eine zu krasse Nummer, dass das nicht rauskommt. Dass das mit Blau. Mann, Dicker, du weißt es doch. Die Leute klauen dir dein das, dies, das und du weißt ganz genau, Dicker, früher oder später, man hört die Straße sprechen. Natürlich. Und du kannst doch nicht hören, dass irgendeiner Pack umgebracht hat. Deswegen, der Typ, der ihn umgebracht hat, der ist schon tot. Irgendeiner, keine Ahnung, es gibt ja auch immer die Theorie, Suge Knight war das? Shook Knight oder wie man ihn nennt, Idiot. Der sitzt ja im Knast gerade, ne? Ja, man sagt ja, er hätte bezahlt oder so. Dass man ihn umbringt, dass er alle Rechte dann von ihm bekommt. Und alles Mögliche gab es, alle möglichen verrückten Theorien gab es. Hm. Das glaube ich eher, wobei natürlich dagegen spricht, dass der selbst im Auto war und fast wäre auch gestorben. Vielleicht ist aber auch was schiefgelaufen, man weiß es ja nicht. Naja, egal, ich glaube, wenn Shook Knight jemanden... Shook Knight. Wenn Sugar Bear Knight... Sugar Bear. Wenn er jemanden beauftragt hat, auf Pack zu schießen, hat Shook ihn auf jeden Fall danach erschossen. Weil der weiß ganz... Dicker, das kommt raus. Egal welcher über... es sei denn natürlich, er holt so einen kakausischen Killer... aus Usbekistan, der gerade Urlaub in Kiew macht, über Computer, wo man nur Strichcode macht und wie viel Testimonials. Ja, ich glaube, der Typ, der ihn umgebracht hat, ist sehr schnell danach auch gestorben. Naja, wir wissen es nicht, wir glauben nur. Ja. Es ist zu krass, dass das nicht rausgekommen ist. Es ist zu krass. Es gibt viele krasse Sachen, die nicht rauskommen, ne? Ja. Oder wenn die rauskommen, dann sind die so irrsinnig, dass man die nicht glaubt. Aber dein Album kommt doch raus demnächst. Ja, aber das ist tot sicher, Mann. Das gibt es, das wurde erschaffen.
Sal, Bruder, mach immer nicht so wegen dieser, weil die Fans werden sagen, sorry, Mann, vergib mir, bin noch nicht so. Vergib diese, Mann. Ich wusste nicht. Okay, Brudi, hey. Okay, was haben wir denn hier für Fanfragen? Lass mal ein paar Fanfragen. Viele, viele. Hast du gefragt, ich treffe mich jetzt mit Kianusch? Habt ihr ein paar Fragen? Genau, ich habe geschrieben, ich treffe mich jetzt mit Kianusch Bär. Newcomer des Grauens, habe ich geschrieben. Geil. Habt ihr Fragen? Habt ihr Frägchen? Ja, Bruder, hast du hier WLAN? Das ist der, der hat hier kein WLAN. Ja, der hat auch keinen Empfang hier. Das ich weiß, hier ist des Grauens. Und nicht mal WLAN. Ich habe hier mein Album aufgenommen. Digga. Hier? Ja, auch. Aber ist auch gut, dann wird ist man geil. Nicht so gestört und abgelenkt. Sowieso immer Flugmodus. Ja, beste. Flugzeugmodus, immer. Ne, lass dich nicht ablenken. Ja, die Scheiße ist jetzt, ich habe keinen Empfang. Keine dieser Empfang. Nur Geon, das reicht nicht. Ja. Also keine Fanfragen. Ja, müssen wir dann gleich entweder vielleicht auf dem Weg machen. Und so, wenn ihr mich fahrt, dann auch unterwegs auch im Auto können wir das machen. Yes, Kianosch hat 3G. Der liest jetzt die Fragen vor, die auf meiner Seite von euch gestellt worden sind. Okay. Sag mal, auf Twitter wurde gefragt, ich habe jetzt leider den Namen nicht auswendig, aber das habe ich mir gemerkt. Ja. Du wolltest doch mal was mit Hischkas machen. Ja, das war mal so in Planung, aber daraus ist leider nichts geworden. Hast du den Kontakt mal gefunden? Ich selber hatte den Kontakt nie. Das Ach hat so. Das Label gemacht. Ah, okay. Aber wir wissen ja, der junge Mann ist ja ein bisschen auf Flucht. Ja, ja, ne? Und da ist echt schwer, mit denen dann nochmal irgendwo in Ruhe zu sitzen und einen Song zu machen. Krass, der ist aber wirklich auf der Flucht. Da der kannst du mal sehen. Die wollen ihn umbringen, Alter. Haben die eine Fatwa auf ihn gesprochen? Ja, auf jeden Fall. Warum denn? Weil er doch gegen die Politik, gegen die Regierung in Iran gerappt hat. Ja, der hat doch voll abgeschossen. Der hat sich doch da die ganze Zeit versteckt und dann ist er irgendwann abgehauen. Ja, also, kann man mal sehen. Da sind Leute bereit, für ihre Musik zu sterben, ne? Also, das oder das Risiko einzugehen. Deswegen habe ich den auch so krass gefeiert, ja. Alter. Ja, also, ich hoffe, denen geht's gut. Der ist alles okay. Ich glaube, ich verfolge ihn bei Facebook. Ich glaube, der lebt in Kanada. Kann es sein? Ich weiß es nicht mehr. Ist er aktiv auf Facebook? Ganz selten, ja. Oh, aber man sieht was, ja. Man sieht schon was. Ja, das ist krass, Leben, Alter. Wenn die Regierung dich verfolgt und dich umbringen will. Ja. Und ich wette mit dir, Iran hat auch hier irgendwo Geheimagenten am Start. Ich denke, jedes Land, England, hat, jedes Land hat wo auf ist der krass, Welt. Ne? Das ist krass, ne? Das ist Standard, aber. Das klingt alles wie aus einem Film, aber das ist Realität. Kein Film ist so krass wie die Realität. Das ist der übelste Film. Ruth hat einen rausgehauen. Neue Tattoos werden gemacht. Hier, willst du vorlesen? Soll ich vorlesen? Lies deine, wenn du willst, lies doch gerne selber vor. Die Fans mögen sowieso, wenn du auch deren Names droppst. Boah, Alter, ist das klein, Alter. Guck mal, Dicker. Siehst du? Aber hey, das ist richtig stabil, ja? Ja, das ist eine Bombe. Ruf doch mal deinen Homeboy an. Dann hauen wir das schon mal gleich ab. Ja. Ich muss diese. Brahim Skenderi, Kianosch, ich habe da mal eine Frage. Erst einmal, was sind deine Einflüsse aus dem Rap? War es eher Franzosen, Deutsch oder Ami-Rap? Ich glaube, das ist eine doofe Frage eigentlich fast, oder? Ich sag mal so, am Anfang Ami-Rap, aber irgendwann auch ein bisschen Französisch. Ja, Gary gut. James und so, die sind auch auf jeden Fall. Aber wie. Hat mich jetzt nicht so beeinflusst, sondern ich habe es einfach gefeiert. So. Ja, also kein Diss, aber diese Frage müsste sich ergeben. Die Leute müssten ja wissen, du bist von diese DMX gekommen. Ja, jetzt auch nicht so übertrieben. Es klingt vielleicht so wegen der Stimme, aber wenn man ein bisschen drauf achtet, dann merkt man, ich habe auch irgendwo mein eigenes Style. Ja, aber es ist doch so, dass er dich da zum Rap inspiriert hat, oder? Ja, was heißt zum Rap inspiriert? Ich habe einfach gehört, dass DMX auch mit dieser rauen Stimme am Start ist. Ach und so. Ich habe mich aber vorher schon für Rap interessiert. Ach so, okay, dann habe ich das falsch nee, gemerkt. Ist nicht okay, ja, sorry nochmal, Alles gut. Was ist deine Meinung zu den Anschlägen in der Türkei, die heute geschehen sind? Das sind ja heute aktuell miese Anschläge in Istanbul, glaube ich. Ich weiß, dazu werde ich mich noch äußern. Anschlag. Ich werde mich dazu noch einmal speziell äußern. Okay. Weil Anschläge passieren jeden Tag überall. Mhm. Ne? Ja. Boah, der hat jetzt wirklich eine Menge Fragen gestellt. Hat aber auch viele Likes dafür. Sind wir noch derselbe? Ja, komm, ich lese mal noch eine vor. Was war dein Schlüsselereignis, was dich eigentlich zum politischen denkenden Menschen gemacht hat? Mein Schlüsselereignis? Ja. Dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, das stimmt was nicht. So, das war eher so, das war aus dem
Bauch heraus. Ich habe einfach gespürt, irgendwas stimmt da einfach nicht auf der Welt. Und gewisse Dinge passieren hier. Und ich musste mich einfach informieren, weil ich das so nicht geglaubt habe. Und ich konnte das so nicht abkaufen, was mir da gerade so gesagt worden ist. Und deswegen habe ich mich dafür ein bisschen interessiert, mich informiert und einfach gemerkt, stopp, Alter, da läuft eine ganz große Scheiße. Kannst du mich wieder zurückbringen? Mein Gott, ey, da kam WhatsApp, dies, das, kam ein bisschen durcheinander. Warte. Mann, doof, dass ich das hier nicht habe, ey. Warum hast du denn eigentlich kein 3G? Jetzt habe ich H+ sogar. Ich habe das billigste Netz, was es gibt. Schwankt dir so ein bisschen, ne? Warte, ich versuche mal jetzt nochmal drauf zu kommen. So, wir sind wieder hier drin. So, ich bin jetzt auch wieder drin. Ja, okay, komm, mal, machen wir hier ein bisschen weiter. Also ich finde, Brahim Skenderi hieß der. Ich muss sagen, Grüße an Brahim. Er sagt, Props an dich, Roos, geile Plattform, was los, etc. pp. Dankeschön, Dicker. Ich möchte nur einmal sagen, Props an dich, dass du den ganzen Text fast, so wie ich das jetzt sehe, ordentlich und ohne Rechtschreibfehler und alles mit groß und klein, auch alles ordentlich. Respekt. Bekomme ich nicht so oft hier. Respekt, Brahim. Dennis Timo, könntest du dir ein Feature mit Fahrt vorstellen? Ich denke, eure Stimmen würden gut miteinander harmonieren und gesellschaftskritisch seid ihr ja beide auch. Viel Grüße aus Wien. Fahrt und ich kennen uns. Ja. Ich mag ihn, er ist cool. Wer weiß. Er macht ja auch diese gesellschaftskritische diese Serie mit Snaggart zusammen. Wie ist eine Serie? Talion. Diese Talion-Serie. Talion 1, 2. Ach, du meinst die Alben? Die Alben, genau. Ja, ja. Diese, also keine Netflix-Serie. Hm. Also auf jeden Fall, wo die so abgehen halt. Ne? Wo die halt so guck mal, ich feiere jeden Rapper, ja, der seinen Status dafür nutzt, um gewisse Dinge anzusprechen, die sonst kein Mensch anspricht. Ja? Und gewisse Dinge sagt, die auch die Medien jetzt nicht so groß treten, sondern freie Meinungsäußerung und das auch in Musik und ein bisschen sozialkritisch feiere ich immer. Und von daher Respekt an jeden Rapper, der so an den Start geht, Alter. Mehmet Zari fragt oder sagt, ich wurde durch einen guten Freund auf ihn aufmerksam, der mit ihm in Haft war und fand ihn richtig brutal, einfach schöne Stimme. Oder einfach schöne und eine. Dann hört das auf. Aha. Ich glaube, das ist... Achso, war da eine Frage drin? Ich überlege gerade. Ich habe jetzt keine Frage rausgehört. Text ein bisschen crazy. Okay, ich gehe nochmal zurück. Yeah. Achso, einfach schöne Grüße. Danke für das Album. Schon mal Punkt. Okay, das ist geil. Wie wäre es mit einem Feature mit DMX? Und Roos, danke für deine Arbeit. Ich danke dir. Nächstes Mal Punkt und Komma richtig setzen. Feature über Feature. Ja, die Frage kommt ja immer wieder, ne? Ich weiß. Was wäre denn mal mit DMX? Ja, was wäre denn mal damit? Wäre doch mal gut. Mittlerweile ist er auch günstig. Die Leute sagen, ey, man kann ihn für ein paar K bekommen. Ja, so. Ja, mit den 90er Jahre DMX, da würdest du da, oder Anfang 2000er DMX. Aber ich sag mal so, man kann das alte Feuer immer wieder entfachen. Ja, du musst ihn so, ich glaube. Gib mir 24 Stunden mit denen und der hat das alte Feuer wieder. Ich glaube, wenn er deinen Part hören würde, wenn er sich Zeit nehmen würde, wird der schon vielleicht Bock kriegen. Vielleicht wird der, man weiß nicht, vielleicht ist da was im Busch. Dieser eine. Richie Strenger. Könnte doof kommen, sagt er, aber trägt er die Glatze freiwillig oder ist das Haarausfall? Der meint diese Glatze hier? Ja. Das ist mein Baby, das ist mein Kopf. Nee, du hast normale Haare. Ich trag diese Glatze schon seit, lass mich nicht lügen, 7 Jahren oder so. Wow. Weißt du warum? Ich fühle mich dadurch sehr frei und wenn ich morgens aufstehe, muss ich nicht erst den machen wie du, Alter. Kennt ihr das, wenn er so macht? Aber es ist... Ich finde es schön bei dir. Haare sind cool, aber ist nichts. Aber ich muss sagen, wenn ich eine Glatze bekomme, dann bin ich am Arsch. Weil mein Kopf ist lange nicht so rund und sauber wie dein Kopf. Geht. Ich glaube, dann sehe ich aus wie ein Vollidiot. Na, Papa. Habt ihr das gehört? Glatze muss... Ich finde Glatze geil. Ich mag das einfach. Ja, bei dir steht das auch. Also du hast einen guten Kopf dafür. Habe ich Glück gehabt. Habe die Folge mit Toxic gesehen, deswegen viel beantwortet worden. Wenn meine Frage bei Was los vorgelesen wird, habe ich 2 Sekunden was Fame, sagt er. Was? Wäre ziemlich lässig. Ja, gib ihm dein Fame. Hiermit hast du dein Fame. Bruce, ich feiere dich übertrieben und an Kianusch viel Glück fürs Album. Danke. Hoffe, du bist zufrieden und die Charts sind irrelevant, wenn sowieso man jemanden feiert, sagt er. Ja, was schön, danke schön. Ja, ich habe jetzt auch meine Vorleseskills werden immer schlechter, Leute. Dejan Gens, Grüße aus Düsseldorf, wollte mir heute die Box noch vorbestellen, aber alles weg.
Alles weg. Ja, sind so, alle weg. Also produziert ihr nicht nach? Wir haben sogar nachproduziert, die sind auch alle weg. Ich habe vorgestern war das, habe ich einen Livestream gehabt und dann hat der PA zu mir gesagt, ey, Amazon hat noch im Lagerbestand noch so 50 bis 100 ja. Stück, poste mal den Link. Dann können die Leute das, weil das war eigentlich für uns, ja, so, weißt okay. du, für Familie, für ja, Freunde. Verstehe, ja, ja. Und dann habe ich den Link auch gepostet, innerhalb von 40 Minuten, die waren alle weg. Alter, sauber, läuft bei dir. Also es gibt okay. leider keine Box mehr, aber die Standard-Edition, die iTunes-Edition. So, je Box bei der Fresse, danke, Familie. Aber gerne, Baba Michael Jackson, ey. Baba, nimm dir besser Cholam, ja, Michael Jackson, ey, du Alman. Baba, ich muss, gell mir was davon. Tschüss. Nee, sonst wäre ich auch Aber Rocky Balboa schon, der war ein Batsche. Na, besser Cholam, der Balle. Schaum, ja. Ihr versteht es gerade. Wir schaum, Bocher, Palo. Ich schaum, bis er zurück. آه ماست ما درست شده دوغو بابا هم درست کرده این دوغو بخور بخور نمیخوری آه قضا ما رو نمیخوری آه اینجوری میکنی آه بشین دیگه بابا مهمونی فرنده دست قرد این ایمیرانشن فیلم گیبت اس Haben wir ein Gewinnspiel? Bla, okay. Das, also er fragt nochmal, gibt es eine Möglichkeit, die zu bekommen, die Box? Nicht mehr, leider nicht. Okay. Leider nicht. Ich wusste nicht, dass sie so schnell weggeht, Alter, weil das erste Album ist. Wir wollten jetzt nicht so hochpokern. Ja. Wir sind ein bisschen auf dem Boden geblieben. Aber nächstes Mal, das nächste Album, werden wir viele Boxen machen für alle, die es haben wollen. Okay. Dann, stell mal eine krasse Frage. Ich versuche, ich versuche. Danke und Grüße, das sind ja gar keine Fragen mehr. Ja, die das sind Props. Props, danke, Ruth. Grüße an dich. Haben wir ein bisschen Kritik hier? Ja. Ich mag es, kritisiert zu werden. Ja. Ganz ehrlich. Da hast du ja schon bei Toxic ein bisschen auch gesehen, wie das geht. Ja. Was ist das? Ist dieses Album ein Projekt für sich oder ein Wegweiser dafür, wohin die Reise geht? In Bezug auf Thematik und Atmosphäre. Interessante Frage. Sehr interessante Frage. Jens Jesus. Schöne Grüße an Jesus. Jens Jesus. Ist dieses Album ein Projekt für sich? Dieses Album ist der, ist der Grundpfeiler. Ne? Das ist Kianusch. Ja, ja. Das ist 100% Kianusch. Das ist ein Grundpfeiler für das, wofür ich stehe und was ich auch in Zukunft machen werde. Und davon wird noch viel mehr in Zukunft kommen und noch krasser und noch besser. Und das ist der Beginn des Projektes, Szenario. Und wir hoffen auf was ganz Großes. Furkan Ural fragt oder sagt, nerv dich, dass andere deine Stimme immer wieder mit Casey Rebels vergleichen. Nein, Mann. Freue mich aufs Album, schöne Grüße an dich und Ruth. Danke, Grüße schöne zurück. Grüße zu dir. Sowas nervt mich nicht mal. Ne? Wenn ich mich jetzt vergleiche mit Aber ist eh nicht mehr. Das war am Anfang ganz kurz so, gerade wegen der Konstellation SAW und Casey und Pia hatten sich getrennt, sind solo und dann kamst du. Das Gas, das waren so 5 Minuten, gibt's da, gab's das? Ich hab das gar nicht so krass mitbekommen. Aber dann war, ich glaube aber auch diese Knastsache und dass du weg warst und jetzt wieder, hatte diesen Vorteil. Nee, weil du einfach, weil du so refreshed bist. Die Jungs sind refreshed, Pierre hat in der Zeit ein Solo was aufgebaut, Casey hat in der Zeit Solo was aufgebaut, diese SAW, Mann, die Szene hat sich einmal erneuert, die Leute wissen doch gar nicht mehr SAW und so, das ist vorbei. Ja, von daher... Nein, sowas nervt mich nicht. Wichtig Alles ist einfach... Gut. Ruse sehr gut aussehen. Das ist halt der Fuck. Aber guck mal, Menschen neigen immer dazu zu vergleichen. Natürlich, du brauchst eine Schublade, ja. um klarzukommen. Deswegen, ich bin sehr gut. Meine Schublade rappelt. Mir kannst du nicht messen. So, ich bin diese sehr gut. Nein, aber ist so. Ist cool. Also, von daher, easy. Nein, ich bin da nicht so. Ich sehe sowas nicht böse. Ömer Jenner fragt, wie bist du letztlich auf den Albumtitel Szenario gekommen? Mein Freund, das ist auch eine sehr coole Frage. Guck mal. Weil er sagt, du hast auch die Fans mal nach Titel gefragt und so, ne? Ja, habe ich auch. Genau. Aber nicht, weil ich nicht wusste, was du wolltest mal sehen, worauf. Ich wollte mal gucken, was ihr so für Sachen sagt, auf was für Ideen ihr kommt. Für mich war klar, mein Album heißt Szenario. Das ganze Leben ist ein Szenario, besteht aus Szenerien, die wir selber erzeugen, wir Menschen. Und jeder Moment im Leben ist ein Szenario für sich. Und deswegen das Album Szenario, das ist der Shit. Yes, yes, ja, Gangzeichen. Aber wie findest du den Titel? Szenario. Sag mal ehrlich jetzt. Sie sehen mich. Ja, mit Kritik nicht, das ist ja Geschmackssache. Also mir ist das irgendwo auch egal, wie so ein Album heißt. Viele haben ja gesagt, nenn ein Album die Kettensäge-Massaker und so. Weil, ja, sowas kam. Da wegen Kettennamen, wegen Kettensäge. Stücke. Ja. Ach so. Ich habe ja einmal in Desperados-Zeiten habe ich ja gesagt, wer ist dieser Kianisch mit Stimme wie eine Kettensäge? Ach so, ja. Ich finde, Szenario ist ein... ist ein eher neutralerer Name als ein Name, der jetzt, sagen wir mal, schon so dich in eine Ecke drückt. In eine Schublade. Dieses Kettensäge fände ich einfach dir gar nicht angemessen, weil klar, du hast die Stimme wie die Kettensäge, aber du hast Themen, du hast die... Deswegen das, Szenario. Das kaputt machen. Szenario seriös und das kann alles heißen.
Könnte auf jeden Fall ein bisschen mehr Spielraum. Lässt ein bisschen Spielraum. Genau, das war der Punkt. Das war der Gedankengang dabei. Erik Isaac fragt, was hast du aus der Zeit im Gefängnis mitgenommen? Boah, sehr viel, sehr viel. Ich bin sehr viel in meine Vergangenheit gereist. Ich habe Fehler eingesehen, die ich vorher nicht eingesehen habe. Ich habe mich selbst reflektiert und habe einfach, ich habe mein ganzes Leben nochmal Revue passieren lassen. Ja, ich habe mich hingelegt und einfach nachgedacht, wo hat dein Leben angefangen, wo bist du jetzt und wie geht's weiter? Und das war eine Reise, Alter, das war heftig. Das machst du so nicht so, weißt du, das machst du nur da. Und ich habe sehr viele gute Sachen mitgenommen, was ich mit meiner Zeit anstellen werde und dass ich meine Zeit nicht einfach vergeude oder irgendeine Scheiße baue und garantiert nicht mehr da drin lande. Und das geht an jeden da draußen. Wenn ihr meint, das ist Killer, dann ist das eine Schande für eure Familie. Schämt euch, wenn ihr auf Gangster spielt, ja. Wer aus Verzweiflung solche Dinge macht, kann man verstehen, kann man nicht verstehen, aber letzten Endes gibt es immer andere Wege und die solltet ihr wählen. Wie zum Beispiel einen Magisterstudiengang abschließen. Wie bewertest du, Erik fragt weiterhin, wie bewertest du die Flüchtlingsproblematik mit Blick auf Köln? Ich habe nicht den Blick auf Köln, ich habe den Blick auf ganz Europa. Ja, und den Blick auf der ganzen Welt. Ich denke immer global. Und wenn du das Ganze global betrachtest, siehst du einfach Dinge, ja, die du so nicht sehen würdest. Das heißt, wenn du ein bisschen Abstand von dem Porträt, von dem Gemälde nimmst, dann siehst du das Ganze. Natürlich. Aber wir stehen alle viel zu nah dran und sehen nur Köln. Vor lauter Bäumen im Wald. Ja, aber wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, erkennst du das Ganze und dann hast du deine Antwort. Sehr schöne Antwort. Schöne Grüße an dich, sagt er, und an Ruth. Dankeschön. Julian Adam sagt, wer ist deiner Meinung nach der beste Rapper und was sagst du zu Leben 2 und AZAD? Ich sag mal so, es gibt für mich keinen den besten Rapper, weil es gibt immer einen besseren und egal wie gut du bist, es gibt auch einen schlechteren, der einen besseren Song bringt. So, das kann man so gar nicht pauschalisieren, das kannst du so nicht festmachen. Ja. Und zu Leben 2 sage ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich bin immer noch sehr froh, dass im Januar Leute kommen, die lange nicht da waren und einfach wieder fette Mucke am Start bringen. In dem Sinne, Respekt. Ich finde auch, das hast du gut gesagt, ich finde auch diese ganze zum Beispiel King of Rap Debatte, wer ist King of Rap oder wer ist der beste Rapper. Ich finde, es gibt den einen, der kann das super. Richtig. Dann gibt es den, der kann das super. Es gibt eigentlich gar nicht. Und wie du schon gesagt hast, auch ein mittelmäßiger Rapper kann manchmal den Evergreen überhaupt bauen. Guck mal denn bei den Amis, zum Beispiel der Cousin von Snoop, wie hieß der nochmal? Kein Plan, ich kenne diesen Cousin nicht. Natürlich, Mann, den kennt jeder, der hat doch diesen Hit gemacht. Vielleicht weißt du nicht, dass sie Cousins sind. Welchen Hit? Oder sagen die nur diesen Cousins? Regulate von Warren G. Von Warren G? Du kennst echt nicht Warren G? Warren G, klar, Mann. Das ist doch Snoops Cousin. Das ist Snoops Cousin? Oder das ist Dre's Cousin? Ich habe keine Ahnung. Oder Nate Dogg? Nee, aber egal, ob die Cousins sind oder nicht, schreibt das mal in die Kommentare, ich weiß es gerade nicht, aber jetzt hast du mich durcheinander gebracht. Aber Warren G, der hat Regulate gemacht, ein unfassbarer Hit damals. Der Name sagt mir jetzt nichts, aber wenn ich es höre, kenne ich es 100%. Okay. Ich muss mir das anhören. Oder war das jetzt der andere Song? Ich höre jetzt gerade voll durcheinander. Ich muss mir das anhören. Oder nehmen wir mal was anderes. Nimm Lunis, I got 500. Okay. Okay? Ja. So, ganz gute Rapper, aber die haben ein Monster. Und danach nichts mehr. Danach nichts mehr. Also was ich damit sagen will ist, du hast recht. Jeder hat die Möglichkeit. Es gibt, genau, jeder hat die Möglichkeit, egal ob der auch mal zwischendurch ein schlechterer Rapper ist oder so. Ach, mein Date meldet sich. Es gibt keinen King of Rap. Lass mal noch schnell ein paar Fragen machen, ich habe diese Date. Genau, es gibt keinen King of Rap, finde ich auch. Ich sag immer, Savage ist King of Rap. Okay, Kollega ist auch King of Rap. Weißt du, was ich meine? Er ist sein King of Rap. Für das, was der kann, ist er King. Savage ist King. Für mich ist auch Curse ist immer King gewesen. Azad ist für mich ein King. Weißt du, auch neue Leute. Weißt du, so Bushido ist King. Weißt du, jeder hat doch was Krasses geleistet. Du kannst doch gar nicht so sagen. Kannst du nicht sagen. Ist ja kein Sport, ist ja kein Basketball hier. Wir machen die meisten Punkte. Ist doch eine Emotionssache, weißt du? Von daher, also finde ich, hast du relativ gut geantwortet. Also immer wie so eine Schule, ja? So eine 2+. Welchen 2+? Ja, danke, so. Ich bin zufrieden. Zu Hause mit alle Menschen stolz. Warst du eigentlich ein guter Schüler so? Ja. Ja, wir sind Perser, Mann. Nein, ehrlich. Ich war so gesehen, stoffmäßig war ich sehr gut. Ja. Aber stoffmäßig ist sehr gut gewesen. Schulstoffmäßig.
Schulstoffmäßig. Warst du in Mathe eigentlich auch gut? Ich war gut, sauber. Warum sind alle Perser in Mathe gut? Warum? Was ist das? Keine Ahnung. Mir fiel es nicht schwer. Ja. Aber wo ich sehr schlecht drin war, war einfach das Auftauchen in der Schule. Mhm. Ich war besser im Abtauchen. Okay, perfekt. Okay, Mehmet Ökmen, was ist das Wichtigste für dich im Leben? Wie versuchst du mit schwierigen Lebenserfahrungen umzugehen? Und was hast du für die nächsten 5 Jahre vor? Life is pain. Life is pain, auf jeden Fall. Und wie ich mit schwierigen Dingen umgehe, ich gehe sie an und hebe sie hoch und trainiere damit. Krass. Man kann auch aus Steinen, die einem im Weg gelegt werden, ein Königreich bauen. Kann man zum Beispiel was Schönes bauen, genau. Guck mal, hier sagt einer erstmal schöne Grüße an Roos und an Kianush und wenn Pierre dabei ist, natürlich auch an ihn. Dankeschön. Ey, krass, Mehmet AK schreibt das. Krass. Freut sich auf den Tupac-Film. Was steht? All Eyes on Me? Ja, klar, also, ich will dir nur eine andere Sache vorlesen, ganz kurz. Der Mehmet von gerade Ökmen sagt, was ganz cool ist, denn er ist sehr jung und er schreibt, Szenario und Leben 2 werden meine ersten Rap-Alben sein. Oh. Wow, krass, oder? Kannst du mal sehen, wie alt wir sind? Ja, nee, ich bin ein Hund. Du bist ja, wie alt bist du eigentlich? Älter als du. Das sind so Sachen, die ich hier nicht beantworte. Komm, sag mal. Warte ganz kurz. Das muss ich rausschneiden. Mehmet, kaufst du dieses Album, kaufst du mein Album auch mal? Erstens schreibt er, freut er sich auf den Tupac-Film All Eyes on Me und was hält er von Pac? Ja. Was hält er von Pac? Was hältst du von ihm, außer seine Eier? Das ist ein krasser Typ, Alter. Er ist ein krasser Typ gewesen, ja. Der hatte ein krasses Statement und ja, er war ein sehr polarisierender Typ. Ne? Ja, also Mehmet, schöne Grüße. Dann, eine Frage von Rhinoceros, Rinor Giliani, fragt, was hältst du von Religion, Gott, dem Leben nach dem Tod und was ist für dich der Sinn des Lebens? Mach mal weg diese Frage. Eine sehr einfache Frage für mal kurz. Soll ich sagen? Einfach die Augen schließen, tief einatmen, sich beruhigen, ausatmen und weiter. Sehr schön geantwortet. Weil das ist eine zu krasse Frage, Freunde, für so eine Fan-Fragen-Geschichte hier. Vielleicht machen wir eine ganze Folge. Ja, aber das sind doch deren Fragen, die wollen wissen, wie ich darüber denke. So. Ich lebe es einfach. Ich spüre es. Viele Feature-Anfragen, viele, was hältst du von dem und so, ist ja auch typisch für Fan-Fragen. Sollen wir eine Feature-Frage machen? Nein, warum, Mann? Habt ihr die Features schon verraten? Dann bist, doch. Ja. Dann bist deine, du. Ja, ja. Okay. Wann bist du wieder live zu sehen, sagt Marcel Kranz. Und Grüße an Kianush und Roos. Danke, schöne Grüße. Wann ich live zu sehen bin? Ich bin immer überall eigentlich live zu sehen. Wenn er das Glück hat, sieht er mich live. Aber du rappst ja nicht beim Bäcker oder wenn du einen Döner kaufst. Wer sagt, dass ich überhaupt einen Döner kaufe oder zum Bäcker gehe? Stimmt, die bringen dir ja nicht, weil du bist ein König. Ich back selber Brot. Ja, alles gut. Shayan Khanzadeh. Iranier hast du doch mal gehört. Maje. Khanumzadeh. Guck mal, drei Iraner hier. Was hörst du selber für Musik? Klassische. Hast du irgendwelche Lieblingslieder oder Interpreten? Ich höre jetzt momentan klassische Musik und das ist sehr inspirierend und beruhigend. Wirklich? Ja, hier, guck mal, wie der mich anguckt. Der glaubt das nicht. Ihr denkt, ich baller mich voll mit Hip-Hop und so ein Scheiß. Ja. Nein, Mann. Aber sag denn doch, welche Rapper du feierst so in Amerika. Was hörst du denn so chinesisch? Mittlerweile gar nichts. Du verabscheust ja deutschen Rap. Ich verabscheue es nicht, ich mache es ja selber. Was hörst du selber von Musik? Hast du gehört? Und er sagt, liebe Grüße an dich, Gadasch. Ja, ist ja nicht schlimm, das respektierst ja keiner, aber es ist auf jeden Fall sehr schwer, Kianush von Stuff von anderen Rappern zu überzeugen. Also ich zeige ihm sehr viel, ich feiere selber sehr viel und es ist auf jeden Fall ein Drahtseilakt manchmal. Ja, man muss mich schon überzeugen. Sascha Büsch sagt, wie viele Videos kommen noch? Wie viele? Noch. Wie viele Videos kommen noch? Also ein offizielles wird auf jeden Fall jetzt kommen, sehr geiles. Und eins mit einer Klassikmusik von Vivaldi, 4 Jahreszeiten. Ey, so, ganz ehrlich, da ist sogar Klassik drin. Oh. Das wird kommen und das ist eine miese Überraschung für die Leute. Eine Zauberflöte. Tschüss. Und er sagt, das war eine tolle Aktion gestern mit der Verlosung war. Cool. Gerne, haben wir sehr gerne gemacht. Sehr wirklich. Aus dem Herzen, Bruder. Hier Efkan Gün sagt. Guck mal, was ist das denn für eine Frage? Achso, wie sieht das Verhältnis aus? Ja, soll ich das vorlesen? Dann lies mal einmal vor. Ich muss dann immer arbeiten, da muss ich es wieder wegschneiden.
Warum denn, Anna? Chill, Bada, chill. Bauer. Pass auf, schöne Grüße an den Bürger, sagt Efkan Gün. Hört der explizit auch Rapper, die Polit-Rap machen? Polit-Rap. Klar, ich feiere jeden Rapper, der sozialkritisch an den Start geht. Ja, zum Beispiel haben wir ja vorhin gesagt, Capone und Noriega. Ja, ja, die auf jeden Fall, die sind Killer. Ja. Kannst du D.O. Double fragt, wie schwer war die Zeit im Knast? Kannst du denn mal sagen, warum du reingegangen bist? Weil ich ein Dummkopf war. Und ich schläge sehr, jeden zu Herzen, seid keine Dummköpfe. Sehr schöne Antwort. Fallt nicht drauf rein, was die anderen euch erzählen. Macht dies und das, alles bla 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 bla. Also ich habe gestern eine neue Platte von Casper gehört, der sagt, ihr müsst in den Knast und seid ihr nicht real. Was? Nein, aber ich also er kennt einfach. Ich habe gerade nachgeladen und wollte gerade schießen. Oh Mann, diese ganzen Leute, die auf das Atmen, alles. Alter. Jede Frage ist fast, wie findest du den Rap, den Rapper, den Rapper? Ja. Ich versuche mal noch einmal was auf dich. Was denn für dich krasser, wenn du dich entscheiden müsstest, fragt Christoph Roth. Eminem oder Kendrick? Ich wette, du hörst keinen Kendrick, ne? Kendrick Lamar? Ja. Also ich höre ihn jetzt nicht gezielt. Ja. Ich habe mal was von ihm gehört. Ein Kumpel versucht mir die ganze Zeit schon seit Wochen, den irgendwie geil zu machen. Aber Alter, da ist irgendwas, was mich einfach stört, wo ich sage, Natürlich, er ist krass. Ich will mich auch gar nicht mit diesem Typen vergleichen. Der ist ein Weltstar. Aber wenn du mich persönlich fragst, ne, ich rapp den unterm Tisch, Alter. Ich schwöre dir, ich rapp, wenn ich mich... Ja klar, Mann, ich habe so viel Eier, ich würde das sogar machen. Komm, bring mir diesen Kendrick. Ich fick mich den auf ein Level. Ehrlich, ich kann auch so rappen. Er hat auf jeden Fall eine sehr... Sagen die ernsthaft so, dass er der neue Tupac sein soll? Was? Nein, wer sagt das denn? Haben die nicht so ein bisschen... So ein bisschen er ist halt... Er hat oh Mann. Album des Jahres bei Hip-Hop.de gewonnen. Das sagt er, das bei Hip-Hop.de. Das ist viel. Sein Manager hat uns ja angerufen und hat gesagt, er will das selbst abholen. Also, ich glaube, der selber kann nicht, Kendrick kann nicht. Der schickt Dre, der holt das für ihn ab. Nein. Nein, er schickt Fatman Scoop, der holt das. Ey, ich hab den live gesehen, Fatman Scoop, ne? Yes. Ey, ich hab noch keinen Rapper gehört, der so live abgeht wie Fatman Scoop. Der hat den ganzen Laden kaputt gemacht. Ja, der ist krass. Da ist das ein Dings von der Decke gefallen. Ja. Okay, letzte Ansage oder Frage. Machen wir zusammen Sultan Jesse Shisha. Assalamu alaikum. Schöne Grüße an dich, Rose. Grüße an den Kianosch. War auf der Tour und Kianosch ist sehr geil. Ich feiere ihn unnormal. Free Synergy. Danke dir. Schöne Grüße. Das waren Fanfragen mit Kido the Kid, Kianosch. 22. erster Szenario. Kauf dein Album, sonst muss Pierre ihn droppen. Und dann. Hier wird keiner gedroppt. Drop in, Dicker, glaub mir. Drop in. Dieser Drop. Drop in wie Griechenland. Die Drop is like a song. Okay, Freunde, wir sind draußen. Yes, yes, yo. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Hier ein paar Fragen von euch, ja. Ein paar Sachen nochmal durchgescrollt. Wer ein richtig langes, intensives Interview mit Kianosch sehen will, wo es auch wirklich intensiv um seine Biografie geht, der checkt nochmal die Biografieabteilung ab mit Toxic. Ja, da wurde ein richtig eins nice Ding gemacht, ja. Richtig journalistisch aufgearbeitet, ja. Nicht hier diese Ruse, diese eine Ruse, diese investigativ, diese ich... Checkt das aus, Freunde. Vergesst nicht, abonniert unser Channel. Like das Video. Like das Video. Meinst du, ich mache hier die ganze Arbeit umsonst? Ich mache das alles nur wegen diesem einen Like auf diesem Video. Freunde, danke fürs Zuschauen. Gangzeichen für Leute, die nicht wissen, das hier ist eine Hip-Hop-Sendung.